Freitag, 26. Oktober 2018, 22.23 Uhr, Live-Ticker, Spielplan, Tabelle. Der SC Freiburg hat durch das 3:1, 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach den ersten Erfolg nach zuletzt 3 sieglosen Spielen erzielen können. Die Führung durch Nils Petersen, erste Minute, hatte Gladbachs Torgen Azar in der 20. Minute ausgeglichen. Beide Treffer fielen per Foul-Elfmeter. In der 57. Minute erzielte Luca Waldschmidt das 2:1 für den SC, der in der Nachspielzeit noch durch Lukas Höhler auf 3:1 erhöhte. Für die Gäste war es erst die zweite Saisonniederlage nach dem 2:4 in Berlin am 4. Spieltag. Die Gladbacher bleiben mit 17 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz, während sich die Freiburger 12 Punkte vorerst auf den 8. Rang vorschieben. Kaum hatte Schiedsrichter Robert Hartmann die Partie angepfiffen, zeigte er schon auf den Punkt. Freiburgs Waldschmidt hatte sich gegen Matthias Ginter durchgesetzt und war vom herausstürzenden Gladbacher Torhüter Jan Sommer von den Beinen geholt worden. Strafstoß nach 10 Sekunden in 55 Jahren Bundesliga gab es nur im Februar 2015 bei der Partie Paderborn gegen den Hamburger SV einen noch schnelleren Elfmeter. Damals wurde der HSV-Spieler Marcel Janssen nach bereits 8 Sekunden im gegnerischen Strafraum gefoult. Getty Images: Luca Waldschmidt L. und Jan Sommer R. Den fälligen Elfmeter im Freiburger Schwarzwaldstadion verwandelte Petersen 1. Minute. Die Gäste aus Mönchengladbach zeigten sich keineswegs geschockt und kamen direkt zur Ausgleichschance. In der 7. Minute traf Nico Elvedi nach einem Eckball nur den Pfosten des Freiburger Tores. Lohn des Gladbacher Drucks war der nächste Elfmeterpfiff von Hartmann. Stindl reagierte an der Strafraumkante schneller als sein Gegenspieler Dominik Heinz, der ihn zu Fall brachte. Klare Sache und keine Proteste der Gastgeber. Hazard verwandelte sicher das 5. Saisontor des Belgiers. Gladbach passiv, Freiburg konnte. Zu Beginn der 2. Hälfte agierten die Gäste zu passiv und wurden prompt bestraft. Nach einem Ballverlust von Stindl konterten die Freiburger über die rechte Angriffsseite. Yannick Haberer passte von dort aus in die Mitte, wo Waldschmidt im Rücken der Abwehr Richtung linker Pfosten abzog und zum 2:1 traf. 57. In der 72. Minute die Möglichkeit zum 3:1, doch der eingewechselte Roland Salai verpasste eine Hereingabe von Waldschmidt nur um Zentimeter. Den Endstand stellte in der Nachspielzeit der eingewechselte Höhler her, der ins verwaiste Tor der Gäste traf. 90. 3. Beide Teams absolvieren ihre nächsten Partien in der 2. Runde des DFB-Pokals. Der SC Freiburg tritt am kommenden Mittwoch bei Holstein Kiel an. Borussia Mönchengladbach empfängt Bayer Leverkusen. 20.45 Uhr, Live-Ticker, Spiegel Online. SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach. 3:1, 1:1, 1:0, Petersen 1. Elfmeter 1:1, Hazard 20. Foul-Elfmeter, 2:1 Waldschmidt. 57. 3:1 Höhler. 90. 3. Freiburg, Schwolo, Kübler, Kulde, Heinz, Günther, Haberer. 89. Höhler, Koch, Höfler, Frank. 70. Salai, Waldschmidt. 90. 2. Lien hat Petersen, Mönchengladbach, Sommer, Lang. 79. Traoré, Ginter, Elvedi, Wendt, Zakaria, Strobel, 65. Neuhaus, Hoffmann, Hazard, Plea, 46. Hermann, Stindl, Schiedsrichter, Robert Hartmann, gelbe Karten, Franz, Zakaria, Zuschauer, 24.500 ausverkauft.